Gleich beginnt der Bundesparteitag. Noch 3 Minuten. Was? So. Die Generalsekretäre der Landesverbände mögen sich bitte umgehend, und das heißt in den nächsten 2,5 Minuten, am Akkreditierungsschalter melden, damit ihr eure Fehler ausbügeln könnt. Wir sind immerhin die Internetpartei. Wir sind die Piraten. Noch 2 Minuten. Hallo. Die etablierten Parteien. Die etablierten Parteien haben Angst. Hallo. Verdammt nochmal. Verdammt nochmal. Genau das, was ich kann, fehlt der Partei. Noch 1 Minute. Wir müssen uns besser vorbereiten, wir müssen uns langfristiger vorbereiten. Wir vergessen hier nämlich manchmal, dass wir nicht ohne Grund hier sind. Wir vergessen hier nämlich manchmal, dass wir nicht ohne Grund hier sind. Retten müssen wir uns selber. Wir müssen uns besser vorbereiten, wir müssen uns langfristiger vorbereiten. Retten müssen wir uns selber. Retten müssen wir uns selber. 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 Ich habe fertig. Zdravíme z Brna do Offenbach. Všechny piráty. Ze všech pirátských stran. Ať už z Argentiny, Rakouska, Austrálie, Belgie, Bolívie, Brazílie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Kanady, Číny, Chile, Kolumbie. Hello, my name is Anna Truberg and I'm the chairman of the Swedish Pirate Party. Keep up all the good work and I hope you get a very nice weekend in Offenbach. Hallo zusammen, ich bin Pat Mechler, ich bin in Basel, ich bin Katje bei meiner Lokalpartei in Basel und auch bei der PPI, der Internationalen. Wir sind aus der Schweiz, im Hintergrund sehen wir das Wahrzeichen von Basel, das Spalendorf, und ich wünsche euch viel Spaß am Bundesparteitag in Offenbach. Schengen ist von Luxemburg auf Offenbach! J'en peux le dire. Rappelez-vous, il n'y a pas de site. Ну да. Вчера мы были в Москве, сегодня приехали в Нижний Новгород. Привет! Афербаху! Вітаємо делегатів з'їзду піратської партії Німеччини в місті Офенбах від українських піратів. Ми уважно слідкували за вашою працею. Ми щиро раді досягти успіху. Піратський рух ще дуже молодий. Але в багатьох державах пірати досягли значних успіхів.
Це є свідченням того, що піратські ідеали знаходять відгук серед всіх людей. Естонська, Салвадору, Фінська, Франція, Грецька, Німецька, Гватемали, Ірська. Багато вас рано зірайна, дамо зірайку, стецтова сіті Овербах. Привет немецким пиратам! За нами стоит Лубянка, вот, мы находимся в Москве и присылаем привет немцам, вот, немецким пиратам. В общем, мы с вами, пираты всего мира, объединяйтесь! Ура! Перу, Панамы, Филиппин, Польша, Корея. Portugalská, rumunská, ruská, slovenská. Sveiciens Vācijas Pirātu partijas kongresam Offenbachā no Latvijas pirātiem. Από τη Θεσσαλονίκη για τους φίλους μας στο Offenbach. Δώστε saludos desde Galicia. Estamos contentos de ayudar los nuestros amigos piratas reunidos en Offenbach. Greetings from James O'Keefe, Captain of the Masters of the Pirate Fleet, to all of our fellow pirates in Offenbach. May you have the wind at your back in the campaigns ahead. Spojeného království, Uruguaye, Spojených států, Venezuely. Ahoj. Ahoj. Guten Abend, Piratenpartei. As I'm recording this, I'm in Washington, D.C. You can tell from all the lights behind me, the Americans have a thing for lighting everything up as Christmas approaches. I'm in Washington, D.C. because I'll be presented with an award a couple of days from now, where the magazine Foreign Policy has decided that the ideas we all share, that we believe that it's good that people have a voice. We believe that sharing is fundamentally necessary and that ideas must be free to flourish. The magazine Foreign Policy has decided that founding the Pirate Party 6 years ago is worth a spot on this year's top 100 global thinkers. And it is all of us who share in that award. It is all of us, the international community, that is rapidly getting recognition. I'm not sure that people who were at the Berlin Wahl Party realized they would wake up and be the heroes of a generation. Everybody's watching you, Offenbach. Everybody's watching you, Piratenpartei. But not in order to mock you, not because you're funny, but because you're right, because we are the future, and you, Piratenpartei, have the high score. As the Swedish Pirate Party had its smashing success in 2009, we became the heroes of a generation. In 2011, you surpassed that, and well deservedly so. We live our policy. We live by remixing, copying, and improving on ideas. Today we copy from you. So enjoy the conference. You're the star of the future. Greetings from Washington, D.C. here. Thank you.
Pirat ist man nicht auf dem Papier, sondern vor allem im Herzen. Mein Name ist Stefan und ich bin Pirat. Ich bin Pirat, weil transparente Politik unter maßgeblicher Beteiligung aller hier lebenden Menschen verwirklicht werden muss. Ich bin bei den Piraten, weil es die Partei für all die Uncoolen ist, die früher im Sportunterricht sitzen bleiben mussten. Welcome Pirates! Willkommen Piraten, willkommen Landesverbände, LV Bayern, seid ihr da? Der Landesverband Baden-Württemberg, LV Saarland, der LV Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, die Piraten aus Niedersachsen, und die Piraten aus Bremen. Die Hamburger Piraten. Hallo Hamburg. Schleswig-Holstein. Die Piraten aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Brandenburger Piraten. Und die Berliner! Die Piraten aus Sachsen-Anhalt! Und die Sachsen-Piraten! Die Piraten aus Thüringen! Der tollste aller Landesverbände, LV Hessen! Hallo Offenbach, hallo Piratenpartei! Coole Sache, in der Generalprobe ging der Nebelwerfer noch. So, ihr kennt das ja, am Anfang gibt es ein paar Orga-Durchsagen. Ja, ich muss das leider machen. Ich weiß auch genau, was ihr jetzt denkt.
Die Hälfte von euch wird, da ruft schon einer, die Hälfte von euch denkt, oh Gott, was macht denn der Kerl mit dem Bier da oben? Ja? Ihr habt doch nur Angst. Ja? Zu Recht übrigens. Ich weiß auch, was er jetzt denkt, wo hat denn der Idiot das Bier her? Wir dürfen doch gar nichts mit reinbringen. Orga-Problem, ja. So, macht euch mal keine Sorgen um das Bier. Diese ganze 5-0-Symbolik ist ja jetzt vorbei. Wir sind ja jetzt eine 8,9%-Partei. Danke, Berlin! Christopher Lauer sagte ja auf dem letzten Parteitag, er holt die 5%. Diese 5% darfst du dir auch abholen, Christopher. Das geht auch auf Parteikosten. Ja, bevor der René mich komisch anguckt, Bier auf Parteikosten. Ich weiß, aber wir sind hier in Hessen. Das ist nicht einfach nur Bier. Bei uns läuft das ein bisschen anders. Wenn bei uns einer eine Idee hat für Programm oder whatever, dann schreibt er es auf die Mailingliste. Dann kippen wir uns 10 Bier rein und dann reden wir darüber. Wir nennen das Liquid Feedback hier. So, also Orga-Gedöns. Die Orga hat diese wunderschönen T-Shirts hier an. Endlich mal auffällige T-Shirts. Und wir wollten eigentlich lila T-Shirts haben, die Farbe der unbefriedigten Frau, weil man als Orga-Mensch überhaupt keine Zeit hat, aber die Männer in der Orga haben sich durchgesetzt und wir haben diese schöne männliche pinke Farbe genommen. Ja, Orga hat wenig Zeit. Wenn ihr Alkoholiker sind, kann ich euch nur empfehlen, organisiert einen Bundesparteitag. Ihr habt keine Zeit, eurem eigenen Alkoholismus zu frönen. Das funktioniert alles nicht mehr. Ja. So, das haben wir alles. Will jemand das WLAN-Passwort wissen? Ich weiß es auch nicht. DPTL. Generelle Infosachen wie Passwort und so weiter. Wir haben hier links und rechts noch zwei Leinwände, da wird das gelegentlich eingeblendet. Piraten 2011 ist, glaube ich, das Passwort, wie mir gerade gesagt wird. So, was haben wir denn alles hier? Okay. Der Caterer ist ein super netter Mensch, ja, wer es noch nicht begriffen hat. Der hatte nie was zu tun mit Taschenkontrollen und whatever. Catering gibt es hier, wenn ihr aus der Halle rausgeht, einmal links ums Eck. Ist relativ kostengünstig. Toiletten sind auch hier links und hier rechts ums Eck. Geraucht wird bitte nur draußen am Haupteingang. Die Leute, die hier rumlaufen in den Orga-Shirts, die wissen nicht unbedingt alles. Wenn ihr Fragen habt, an der Garderobe ist auch zeitgleich der Infodesk. Die Yuppies wissen alles, was hier los ist. Die wissen viel mehr als ich. Die kennen auch nochmal das WLAN-Passwort im Zweifelsfall. Und ja, ihr werdet mich vielleicht noch ein paar Mal sehen für Orga-Durchsagen. Wir machen heute Abend noch eine minimalistische Party. Mehr oder weniger mit einem Budget von 50 Euro. Mehr war nicht drin. Und ja, das ist doch im Grunde schon durch eigentlich. Dann würde ich sagen, es wird jetzt ein klein wenig seriöser, ich hau wieder ab und dann übergebe ich doch mal an den Bundesvorsitzenden Sebastian Nerz.